Hallo und herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Ein neuer Tag, ein neues Türchen, ein neuer Spaßinhalt. Ich finde die Anmoderation einfach geil, die benutze ich jetzt immer. Das vorletzte Türchen, ist das krass? Morgen ist es soweit, ja. Deshalb haben wir heute nochmal so eine kleine Challenge nochmal, die uns nochmal einstimmt auf Weihnachten. Ich finde die Challenge sehr wichtig. Die ist geil, ja. Die bereitet einen wirklich auf den Weihnachtsabend vor. Ja, das kann man übrigens auch geil zu Hause spielen, was wir jetzt machen. Denn wir raten Weihnachtslieder. Und das denkt man sich jetzt, wie zur Hölle soll man Weihnachtslieder raten? Man hört sie und dann weiß man, welches es ist. Genau so machen wir es eigentlich auch. Also wir haben uns erstmal Lieder rausgesucht, jeder zwei. Diese haben wir dann in den Google Translator getan und haben dann die Ausgangssprache in eine weitere Sprache, in Deutsch übersetzt. Und hier reden wir immer natürlich über den Text. Wir werden den nicht vorlesen lassen, sondern wir lesen ihn vor. Denn es gibt so ein, zwei Stellen in den Liedern, die sind zu offensichtlich. Sowas wie zum Beispiel Jingle Bells. Das wird einfach immer hin und zurück übersetzt. Ob man es ins Hindi, zurück ins Lateinische. Ja, es kommt am Ende immer wieder Jingle Bells bei raus. Und so ist das einfach leider bei manchen Sachen. Deshalb wählen wir aus, was wir von den Texten vorlesen. Am Ende zählt natürlich der, der die meisten erraten hat. Ich habe den Text vergessen, wo ich aufgeschrieben habe, welche Sprachen in welches. Ich gehe mal eben schnell holen. Dim, 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 dim. Ich muss, wenn ich mal meinen Text durchlese, das ist so heftig. Das ist live, das ist Dulli TV. Die Sprachen, die brauchen wir nämlich, sonst ist das ja gar nicht so lustig. Wir müssen natürlich auch vorlesen, in welche Sprachen wir übersetzt haben, um dann noch mehr lachen zu können. Spätestens, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt, wenn wir es gleich machen, ihr wisst sofort, um was es geht. Sagen wir vorher, in was wir es übersetzt haben oder danach? Okay. Ich soll einfach mal anfangen. Du fängst bitte an, ja. Ich fange an, okay. Okay, meine 1 ist sehr einfach und ich muss Teile rausnehmen, weil sonst weißt du sofort, was es ist. Meine 1 ist ein deutscher Text, den ich dann ins Schwedische übersetzt habe, dann ins Arabische und dann wieder ins Deutsche. Okay, also da ich allen drei Sprachen mächtig bin, sollte ich glaube ich nach... Okay. Wichtig ist, dass du nicht die Melodie mit vorliest, ne? Okay, ja, ich versuch's. Dein Kleid möchte etwas lernen. Sprung und Dauer macht immer Mut und Stärke. Noch ein Hinweis? Ja, bitte, ja. Okay. Ich mag dich wirklich. Wie oft hast du kein Weihnachten? Von dir freut mich. Heftig. Ich mag dich wirklich. Ich kann ja die Wörter, die ich sagen darf, die mache ich. Okay? Ja, ja. Wie treu sind deine Papiere? Du bist nicht nur im Sommer grün. Nein, auch im Winter, wenn der Schnee fällt. Okay, das ist O-Tannenbaum. Das ist O-Tannenbaum. Aber ohne Witz, nur aufgrund des Endes. Ja, ist echt so. Weihnachtsbaum, dein Kleid möchte etwas lernen. Sprung und Dauer macht immer Mut und Stärke. Weihnachtsbaum, dein Kleid möchte etwas lernen. Aua, okay. Du bist dran. Ich fange mit meinem zweiten an. Ja, ich lese mal meine eigene Schrift vor. Das zweite, da drunter. Das zweite. Genau, okay. Von Deutsch. Von Deutsch, in Türkisch, in Finnisch und dann wieder nach Deutsch. Richtig. Weihnachten, Backöfen. Es gibt coole Dinge zwischen Mehl und Milch. Machen die Welpen. Es ist große Sauerei. Weihnachten, Backöfen. Das ist die Weihnachtsbäckerei. Wohin ist das Rezept gegangen? Wir behalten Cookies. Das ist ein Rezept außerhalb der Grenzen. Nun, wir wissen, packen, kochen sie bequem nach dem Fass, wirf den Ofen. Aber das ist die Weihnachtsbäckerei. Das ist die Weihnachtsbäckerei. Das habe ich schon nach ein, zwei Dinger. Das war der einfache. Okay, das war der einfache. Ich glaube, okay, 1-1. 1-1, ja. Aber den zweiten von mir kriegst du nicht. Den ersten, ich muss dir mal ein bisschen Hilfestellung geben. Mein zweiter ist auch ein deutscher Text. Okay. Ins Japanische. Dann ins Somalische. Okay, oder sehr geil. Ins Somali oder wie man es nennt. Ja. Und dann wieder ins Deutsche. Gut, gut, gut. Ich muss wieder Dinge kürzen. Ja, das ist einfach. Geh, wenn es kommt und mit einer Tasche kommt, ist Weihnachten. Oh ja, okay. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, okay? Jedes Geschenk der Liebe für alle. Ich warte das ganze Jahr. Und jetzt arbeitest du an dem, weil zuerst verkündete. Oh fuck. Also ich glaube, ich weiß es. Okay, warte, lass mich noch ein. Es sieht so aus, als würde der Plan funktionieren. Wer möchte cool sein, in den Wald gehen? Bitte sieh dir einen coolen roten Mann an. Das Motiv wird durch ein verursacht. Das ist viel besser als jedes Klassenzimmer. Machen Sie leichte Hausschuhe und bequeme Möbel. Vergiss nicht, dass du noch Eislaufen brauchst. Auch wenn ein anderes Konzert dir zeigen wird, das Ziel ist es zu wachsen. Weihnachtszeit. Sagen Sie allen, dass Sis angekommen ist und Sie eine Tasche haben. Bitte pass auf. Weihnachtszeit. Mittlerweile lasse ich extrem viel drin. Ja, ne? Mir liegt so auf der Zunge. Fuck, das kann doch nicht sein. Geh, wenn es kommt und mit einer Tasche kommt, ist Weihnachten. Sanku hat viel Schnee.
Fuck, Mann, wie ist denn das Lied? Ich mag heute nicht jeden. Heute gehe ich in die Stadt, um Leute anzurufen. Jetzt wird's offensichtlich, ich lasse jetzt nichts mehr weg. Ich trage eine Maske, ich trinke die Flasche. Jetzt ist es in einem Dach und geht durch den Rauch seines Hauses. Es gibt niemanden. Du bist im Urlaub oder im Schnee. Wir baden im Bad und behandeln MTV direkt. Komm, jetzt wirst du es doch wissen. Ich weiß es nicht. Ohne Scheiß nicht. Warte doch mal. Ich krieg's nicht hin. Okay, dann mach ich jetzt ein und dann weißt du es. Oh, wenn du ganz agro bist, bekommen wir auch Geschenke. Peter erhält ein neues Gerät. Frank arbeitet in der Bank. Alphabetischer Haken erhält einen kleinen Wagen. Es ist der Weihnachtssong von Sido. Oh nein, Scheiße, bin ich nie drauf gekommen. Ich habe gerade gedanklich so alle Klassiker durchgearbeitet. Ja, das ist der Weihnachtssong von Sido. Scheiße, wäre ich nie drauf gekommen. Der erste Satz ist so geil. Bist du ein guter Bauer? Nachname Nummer Agro 3. Frohe Weihnachten. Ja, Agro Berlin. Stark. Ich hab verkackt. Hab ich nicht rausbekommen. Okay, egal. Vielleicht schreibe ich den ja auch nicht, dann ist es unentschieden. Du hast vom Deutschen ins Bosnische, dann Lateinisch und dann wieder ins Deutsche. Hagel Mary. Alle wecken den Schlaf allein des berühmten Paares. Aber die Jungs in dem Besitzer unzähliger der dicken, lockigen Haare. Daher liegen wir der himmlischen Frieden im Schlafe himmlischen Frieden. Oh, andere, Hagel Mary, wird Pfarrer erzählt, singt dem Herrn, die Engel trägt aus dem Entfernung, dies ist Christus, der Erlöser, Christus, der Retter, ist da. Andere, Hagel Mary, der Sohn Gott, mich zum Lachen bringen, die Liebe aus dem Mund des Göttlichen, nein. Mail an Eggen, Christus in den Zeiten der Geburt nach seinen. Was ist denn das? Also das war alles? Das war alles, ja. Boah, das ist fucking schwer. Ich gehe jetzt alle Lieder durch. Soll ich nochmal? Ja, mach mal. Fang. Hagel Mary. Allein Hagel Mary, was soll das heißen? Hagel, warte, ich kann doch Latein und Türkisch. Bosnisch meine ich. Alle wecken den Schlaf allein des berühmten Paares. Ey, und ist das ein Kirchenlied? Never. Man würde es auch in der Kirche singen, aber das ist eher so das Lied, was man quasi wirklich Heiligabend um den Tannenbaum rumsingt. Scheiße. Boah, das ist fucking schwer. Das Ding ist, wenn du den Originaltext kennst, dann ist das richtig logisch. Außer Hagel Mary. Hagel Mary macht mich fertig gerade. Also es ist Hagel, Mary mit Y, Ausrufezeichen. Das ist das Wichtige, das Ausrufezeichen. Alle wecken den Schlaf allein des berühmten Paares. Aber die Jungs in dem Besitzer unzähliger der dicken, lockigen Haaren, daher liegen wir der himmlischen Frieden im Schlafe himmlischen Frieden. Ich glaube, den kriege ich auch nicht. Irgendwas habe ich im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Es ist halt auch echt heftig schwer. Frohe Weihnacht. Vor Heilige Maria, Hagel Mary. Hagel alleine. Gib mir irgendeinen Tipp brauche ich. Ich hab dir Agro gesagt. Ich hab sogar Agro Berlin gesagt. Kannst du mir keinen Tipp geben? Nein, da ist halt alles anders. Okay, dann muss ich es auf den Unentschieden rauslaufen lassen, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin. Aber. Stille Nacht, Heilige Nacht. Fuck it! Alles schläft, ne? Also alle schlafen allein. Nacht, aber wieso denn Hagel? Ich hab keine Ahnung, ich glaube, das ist türkisch. Ne, was war das? Hagel Mary. Das sieht so geil aus. Okay, das nice, Geile ist, Mail an Eggen. Ich glaube, das ist nicht so. Wir schreiben seine Mail an Eggen. Geht unentschieden. Doch. Ein richtig einfaches jeder gehabt und ein ultraschweres. Also ich meine, besser kann man doch nicht in den Weihnachtsabend reingehen. Bist du ein Bauer? Einfach mal. Ja. Das ist der erste. Bist du ein Bauer? Fragezeichen. Hagel Mary? Bist du ein Bauer? Wie die Übersetzung zustande gekommen ist. War mir unentschieden. Kann man in Weihnachten reingehen? Also das ist wirklich. Also morgen ist Weihnachten und ich finde ein Unentschieden. Da sind alle glücklich. Nicht. Es gibt keine Verlierer. Es gibt keine. Außer uns beiden. Alle haben Spaß. Ja, das waren alle Challenges. Das war heute der 23. Dezember. Morgen geht's zum letzten und wir wünschen euch noch einen schönen Resttag heute. Genießt schon mal die Vorweihnachtszeit und dann kauft die letzten Geschenke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, aber jetzt brennt. Nee, jetzt brennt schon. Obwohl, morgen könnt ihr auch. Nee, nicht. Morgen ist Sonntag. Ihr könnt gar nicht. Ihr müsst jetzt los. Scheiße, ich muss dann mal los. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Liederraten-Challenge. Könnt ihr mal ausprobieren. Lasst mal ein Like da, einen Kommentar. Habt ihr es auch schon mal probiert? Welche Lieder habt ihr erraten? Oder schreibt uns mal eure kuriosesten Songtexte drunter. Ja, das wäre mal interessant. Mal. Also, wenn ihr euch die Arbeit machen wollt, dann übersetzt mal was, dann haut mal runter und wir müssen raten. Finde ich ganz geil. Das wäre auch sehr geil. Ja, dann müssen wir nochmal raten. Genau. Lasst ein Abo da, teilt es, liked. Viel Spaß und wir sehen uns morgen beim letzten Türchen. Das war der Punkt. Ciao, ciao.